Mit den ersten Sonnenstrahlen sind wir zu den Höhlentempeln von Badami unterwegs. Unterhalb der Tempel balzen zwei Truthähne erfolglos um zwei Perlhuhndamen. Und die hat genau die Federn, die wir für unsere Pfeile brauchen. Es sind vier mächtige, allesamt in den Fels gehauene Tempel. Der erste ist Shiva, der zweite und dritte Vishnu geweiht. Der vierte ist ein Jain-Tempel. Selten ist diese Darstellung Vishnus als achter Avatar, als Buddha. Es gibt die Theorie, diese Erscheinungsform Vishnus sei nachträglich eingeführt worden, um den Buddhismus dem Hinduismus einzuverleiben. Ein paar Kilometer nach Badami und einige Tempelbesuche später wird der Verkehr immer dichter und viele Menschen mit Bündeln auf den Köpfen gehen in dieselbe Richtung, in die wir fahren. Da im LKW vor uns Vieh transportiert wird, denke ich an einen Bauernmarkt. Solche Märkte sind immer interessant. Unser Navi sagt geradeaus und so fahre ich nicht rechts ab, sondern eben geradeaus. Müssen wir rechts? Wohin müssen wir? Eigentlich geradeaus, aber da vorne geht es ja nicht mehr weiter. Noch immer wissen wir nicht, was uns erwartet und ich fahre langsam weiter. Niemand hält uns auf, sogar ein Polizist winkt uns an einer Straßensperre, an der alle Busse halten müssen, weiter. Und dann befinden wir uns mit unserem Ambassador mitten in einem riesigen Jahrmarkt von der Größe des Oktoberfestes. Zehntausende Leute, hunderte Stände und Buden und wir mittendrin. Ohne meinen Dauerhupen würde ich bestimmt heute noch da drin stecken. Das war ein gutes Stück weiter links dran. Ein gutes Stück. Kann nicht, ja. Ja, das ist eine halbe Meter frei. Ja, links war gerade mal eine halbe Meter frei. Ja, ja.
tolle, tolle Decken gibt es da rechts. Aber wir können hier nicht halten und gar nichts sehen. Das ist ja Wahnsinn. Das ist wirklich toll. Das ist wirklich toll. Vielleicht, wenn wir es schaffen, wenn vorne zu parken. Dann ja, mache ich. Aber jetzt müssen wir erstmal Land gewinnen hier. Ja. Kann man der Sari da vorne links. Ja. Weißt du nicht einfach so fahren, der Hände? Irgendwann nehme ich eine Abzweigung und verkürze damit unsere Misere um einiges. Jetzt sind wir nicht mehr auf der Straße. Scheiße. Hätte man wissen können. Ah, Scheiße. Und als es allzu eng wird, hilft man uns, als ob es völlig normal wäre, dass wir hier herumfahren. So eine Situation ist in Deutschland absolut undenkbar. Papi. Ja, Papi muss jetzt weglaufen. Joris kauft sich eine Mütze aus Kamelwolle und als er etwas später eine zweite kaufen will, soll diese plötzlich locker das Doppelte kosten. Ich begehre auf und erfahre Hilfe von einem gleichgesinnten Inder, der den Streit zu unseren Gunsten schlichtet. In der nächsten Stadt wollen wir uns ein Hotel nehmen, finden aber nur völlig heruntergekommene Etablissements und beschließen, bis nach Murudeshwara zu fahren, obwohl der Weg bis dorthin noch weit ist. Unterwegs verirren wir uns an eine paradiesische Stelle, an der die Zeit still zu stehen scheint. Kein Lärm, kein Verkehr, kein Müll. Eine grüne Oase. Die Sonne steht bereits tiefer, als wir wieder mit dem anderen Indien zu tun bekommen, dem Indien der Autofahrer.
völliger Idiot, oder? Ja. Hast du das gefilmt? Ja. Er ist einfach reingefahren. Ist mir dem scheißegal. Ohne zu schauen, einfach rein. Immer wieder unglaublich. Und dem Indien der Busfahrer. Hinter uns hat es ein Bus voller Tempeltouristen besonders eilig. Der Tempeltourismus, oft in Form von gecharterten Bussen, ist eine ernste Gefahrenquelle, weil es diese Fahrzeuge immer besonders eilig haben und oft völlig rücksichtslos rasen. Dieser freundliche Linienbusfahrer zeigt an, dass ich überholen kann. So geht es also auch. Über einen Touristenschleuser bekommen wir noch vor Dunkelheit ein seltsames Zimmer in einem seltsamen Haus, in dem es kein fließendes Wasser gibt. Aber auch das haben wir überlebt. Wir machen uns noch auf den Weg zum Strand und heben uns die zweitgrößte Shiva-Statue Indiens für den nächsten Tag auf. Om Namah Shivaya.